Watch Dogs Bad Blood. Chefin nebenan sitzt. Mandy wirft also die Kippe ins Klo und das ganze Ding fängt Feuer. Das ist nicht wahr. Was wollen Sie hier? Hey, das ist mein Kaffee. Oh, 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 seid mal ganz ruhig. Also erstens ist das Zeug hier alles außer Kaffee. Und zweitens, ich bin hier, weil die Direktion mich geschickt hat, um einen Elchtest mit eurem System zu machen. Und ihr Jungs habt bestanden. Ja. Hey, Ray, hier Tobias. Ja, alles grundsolide hier. Gut. Okay, ja, ich sag's Ihnen. Sie will, dass ich auf die Router checke. Ray, hör mir zu. Wir müssen reden. Ich glaube, ich werde beobachtet. Ja? Ich war draußen auf der Straße. Ja, okay, mach ich. Was? Danke, bis dann. Ray, nein, hey, hör mal. Sesselpupser. Was soll man machen? Ne? Hey. Bloom wird wissen, dass ich hier bin. Ich muss weg. Ich hatte große Erwartungen, als ich bei Bloom anfing. Aber der Profitzug hat mich plattgewalzt. Ich wusste, wir machen etwas Bahnbrechendes, aber bei dem Ding war von Anfang an der Wurm drin. Jetzt ist es zu spät und das CDOS zu groß. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen beim, ja, mehr oder weniger nächsten Let's Play, und zwar Watch Dogs Bad Blood, das DLC mit den ollen Ray am Start, den wir ja schon von einer Single-Kampagne kennen, von Aiden Pierce, der alten Socke. Und ja, auf jeden Fall läuft sich der so wie der gute Aiden, schön sneaky und so, also alles noch recht normal. Verdammt, eingesperrt. Ich muss ein angreifbares System finden, pronto. Okay, eindringen. So, dann entriegeln wir das erstmal. Hier haben wir eine Kamera, zwei Gegner. So, die Kamera auch nochmal. Erstmal checken, was denn hier eigentlich alles so abgeht. So. Nehmen wir erstmal die Kamera. Okay, da ist nichts. Nehmen wir die hier, dann die hier. Hier sind zwei. Wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich ein paar von denen in ihren Büros einsperren. Geht es? Hier irgendwie einstehen. Ah, guck mal, Raum verschließen. Aha. Jetzt seid ihr eingesperrt. Haha. Ich hoffe mal für immer. So, da ist direkt einer. Aha, die sitzen wirklich da fest. Okay, den locken wir mal an. So. Ja. Schau nach. Was ist das? Schau's dir an, du kleine Bitch, du. Ist ja geil. Alter, der Sneaky Attack mit so einem Elektroschocker, den haben wir ja schon gefühlt mit Aiden Pierce in der Single-Player-Kampagne. Den haben wir ja auch schon zu spüren bekommen, oh ja. Und den haben wir jetzt als Stealth-Attack, hammergeil. Okay, da vorne ist einer, kein Problem. So. Oh, da ist noch einer. Okay. Moment, kurz mal die beiden hier markieren. Jawohl. Behaltet den Flur im Auge. Ich checke das Büro. Okay. Haben wir echt Waffen? Ja, wir haben Waffen. Eine Shotgun. Nehmen wir auf jeden Fall am besten hier die Pistol. Okay. Nehme ich mir erstmal den Typen vor hier. So. Jawolla. Hammerfett. So, da muss ich mich anders anstellen. Oh, shit. Jetzt hat er ihn gesehen. Oh,
Kacke, ich kann schon mal nicht an ihn ranschleichen, so wie ich mir dachte. Den muss ich ihn auch so erledigen hier. Auch gut. Komm schon, komm schon. Jawolla! Und bam. Gut, gut. Sind die immer noch eingesperrt? Ja, ne? Ist ja geil. Gut, gut. So, hier kommen wir nicht rein. Da konnten wir noch was anlocken. Okay. Können wir uns da was nehmen? Ne, auch nur anlocken. Okay. Da können wir sprengen. Ob die eigentlich Dingens rufen können? Verstärkung? Hm. Da ist auch noch so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Wenn es mal wirklich zur richtigen Ballerei kommt irgendwie. Naja. Ich bin echt gespannt, wie lange noch das DLC geht. Wie lange? Hm. Mal gucken. So. Oh nee. Ja, die schalten den Aufzügen den Strom an. Und hoffen, dass ich in einem von denen festsitze. Oh shit. Achso. Benutzen. Schnell nach oben. Gut, hier sind wir, glaube ich, noch ein bisschen safe, oder? Na, was geht hier so? Ist gerade die Security Convention in der Stadt? Ich habe noch nie so viele Wachen gesehen. Alter, du sagst es. Du sagst es. Aufzug. Merkwürdig. Oh shit, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Nee, nee. Scheiße. Nicht schlecht, aber ich bin besser. Naja. Da kommen wir auch rein, oder was? Ja. Ha. Dann gibt's halt jetzt eine kleine Schießerei auch gut. Da war da noch einer. Der ist down. So, na komm. Jawohl, der ist down. Ja. Der auch. Der ebenfalls gleich. Aber ich muss noch nachladen. Komm, lad nach, lad nach, lad nach. Jawohl. Meine Fresse. War nicht so wirklich geplant. Ich wollte es eigentlich wieder schön sneaky haben, aber naja. Wie man sieht, hat das nicht so wirklich geklappt. Hier konnten wir auch wieder Raum verschließen. Müsste ich mal öfters benutzen. Den Scheiß. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Nach oben hier, oder was? Schaut so aus, glaube ich jedenfalls. Versuchen wir mal. Ja, das schaut richtig aus. Das schaut richtig aus. Wir hätten auch wahrscheinlich den Aufzug nach oben benutzen können, glaube ich. Dass wir hier denn sind. Okay, hier bin ich erstmal sicher, aber ich muss eine Schwachstelle finden, und zwar schnell. Okay. Da hätte ich doch schon was. Ach nö, nicht schon wieder das hier. Oh. Mensch. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen leichter jetzt hier. Anfangs. So. Das ist schon richtig. Der hier. Moment. Aber das war doch gerade richtig. So. Der. Der. Moment. So ist richtig. Aha. Jawohl. Puh. Das wäre ja dann erledigt. Raus hier. Na, oh shit. Den krieg ich. Und all das nur wegen mir. Ja. Wer ist denn sie?
Alter. Boah, habe ich Schlag ohne Gnade. Da ist da nochmal ein Kombin irgendwie. Da habe ich wirklich richtiges Lack gehabt. So, ich bin Auto. Jetzt bin ich sicher, mehr oder weniger. Super. Boah. Hatte ich gerade Lack. Da ich da nochmal einen komme, ey, mein lieber Scholli. Die haben mir gerade ganz schön zugesetzt. Ich dachte schon, ich sterbe da dran, dass ich runterfalle und dann Fallschaden. Aber nee. Hat echt Spaß gemacht. Oh ja. Neue Karre. Danke dafür. Bewegung! Ich will nicht sterben. Ja. So, Moment. Erstmal auf die Karte schauen. So, wir müssen dahin. Schnellreise gibt's nicht, außer mit der Bahn. Von daher würde ich sagen, wir benutzen wirklich die Bahn. Es geht ein bisschen schneller. Juhu! So. Dauert auch nicht so lange, bis wir bei der Bahn sind. Von daher alles okay. So. Juhu! Was ist los? Aiden? Wollte nur Bescheid sagen, dass ich fertig bin. Wurde auch Zeit. Hast du einen Fluchtplan? Hab eine falsche Fährte im Bloom-System hinterlegt. In den nächsten zwei Wochen seht ihr mich nacheinander in Wichita, Amarillo, Tucson. Und irgendwo in Mexiko verlieren sie mich dann. Während du in die andere Richtung fährst. Ich habe ein One-Way-Ticket nach Miami. Wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, sehe ich sie schon. Aber... Pass einfach gut auf dich auf, T-Bone. Und brauch dir nicht wieder Ärger ein. So soll es sein. Adios, amigo. Adios. Aha, okay, also das spielt scheinbar nach der Kampagne von Aiden Pierce, oder was? Ich dachte eigentlich, das spielt jetzt hier alles vor Aiden Pierce. Deswegen war mir eigentlich schon ein bisschen klar, dass wir nicht auf Aiden Pierce treffen oder so. Und auf einmal ist er da und Schnellreise geht auch nicht hier. Toll. Okay, also Aiden Pierce ist doch hier am Start. Okay, gut zu wissen. Aber scheinbar haben wir uns jetzt schon hier von ihm verabschiedet. Was, halt's Maul, ich bin Let's Player, Moment mal. Hat jemand gerade gesagt, halt's Maul. So, endlich. Dann müssen wir eben da hinfahren, zu der nächsten Mission. Auch gut. Wie schaut's eigentlich damit aus? Fähigkeitsbaum. Guck dir das an. Das könnten wir jetzt alles skillen. Straßenschläger? Was Neues? Kampf, hacken? Was können wir denn hacken? Kommunikation stören? Poller? Kommunikation stören ist immer gut eigentlich. Ja. Okay, Skillpunkte 0 haben wir nichts mehr. Schade. Straßenschläger, aha. Auto auf Abruf haben wir nicht. Okay, gut. Auch schön. Muss ich wirklich umkehren? Scheinbar, ich muss nach oben da. Ich verfahre mich die ganze Zeit, trotz Navi. Oh Mann. Mann ey, meine Fahrkünste sind gerade nicht so hammerfit. So, jetzt einfach nur noch geradeaus. Ey. Das wird doch machbar sein. Für mich. Dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, bis wir da sind. Aber naja. Und nebenbei, ich glaube, also ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es kommen doch jetzt gar keine Nebenmissionen mehr. Also ich habe ja in den Credits gesagt von der Standardkampagne, dass ich noch Nebenmissionen machen werde, aber mir ist ein kleiner Fail unterlaufen, muss ich ehrlich zugeben, wegen, ich habe ja den Season Pass und da habe ich ja irgendwie mehrere DLCs irgendwie und da dachte ich halt, wo ich auch im Hauptmenü war, dass Aiden Pierce Kampagne auch ein DLC war.
Und dann klickte ich das so an und hab das so ganz schnell durchgelesen, was da kam für eine Meldung. Von wegen irgendwie, wenn du jetzt das startest, irgendwie werden deine gespeicherten, nee, deine ungespeicherten Dinger da irgendwie hinfällig, irgendwie so in der Art. Und dann dachte ich mir, ist ja kein Problem, drücke drauf und dann kommt auf einmal der Anfang von der Story-Kampagne, also von der richtigen Story-Kampagne. Und da dachte ich nur, oh, scheiße, da habe ich ein bisschen missgebaut. Da bin ich nochmal zum Hauptmenü und dann stand da eigentlich, dein gespeichertes Zeug ist dann hinfällig. Also heißt, vielleicht, ne? Habe ich jetzt aus Versehen die Story-Kampagne wieder von neu angefangen. Ich weiß aber noch nicht hundertprozentig wegen. Ich habe in der Zwischensequenz, wo ich das schon gesehen habe, Alt F4 gedrückt, von wegen bitte nicht speichern, aber vielleicht hat er schon gespeichert, während er geladen hat. Also muss ich noch schauen. Wenn es noch geht, werden wir noch ein paar Nebenmissionen machen, einfach so just for the rules. Hane, ich bin zu Hause. Und wenn nicht, werdet ihr es ja sehen, wenn halt gar kein Video mehr kommt von den ganzen Nebenmissionen, und dann habe ich wirklich meinen gespeicherten Spielfortschritt da. Erste Überlebensregel, nimm immer die Hintertür. Oder, war es machen hier einen Zweitschlüssel? Super. Lüft. Du bist nicht schön, nicht gemütlich. Und ganz sicher nicht mein Zuhause. Aber du warst immer für mich da, als ich dich brauchte, Baby. Ja, geiles Versteck. Geiles Versteck. Jetzt nur noch die Wachhunde aufwecken. Hä? Es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Ärsche und Leute ohne Schubladendenken. Ach was, das sind meist auch Arschlöcher. Darf schon mal? Ah. Wär's abgetan, so wie's getan, wär's gut, wär's schnell getan. Oh Mann, Larry. Du haust mich um. Warum Larry? Wegen des seiner Stimme. Und ich glaube, der hat darauf gesprochen irgendwie. Keine Ahnung. Wirf keine Steine im Glashaus. Wirf stattdessen Zündkerzen. Hab den viel größeren Elchfaktor. Okay, das lassen wir jetzt mal. So, da ist mein Waffenlager, okay. Ja, benutzen. Morgen früh muss ich die Festplatten verbrennen. Habe ich nie benutzt. Aber ich bin lieber ein enttäuschter Paranoider als ein Toter. Ja, ausruhen erstmal. Ja. Die letzte Nacht im Rattenloch. Besser noch ein Nickerchen. Oh ja, war ja ein anstrengender Tag. Ach, okay, erstmal ausruhen, Alter. Meine Fresse. So. Nochmal kurz Facebook checken, okay. Die ganzen Bitches wieder alle unterwegs. Oh Mann, ey. Naja, morgen geht's dann weiter. So. Erstmal eine Runde pennen jetzt hier. So, und wer mich ruft dieser scheiß Aiden schon wieder an? Mann, oh Mann, oh Mann.